Ja, Peter Bach, stellvertretender Wehrleiter der Stadt Bobbert. Wir sind kurz hinter der Ortslage Bad Salzig. Gemeldet war von der Leitstelle ein VU mit einem Zug. Das hat sich so nicht bestätigt. Wir haben einen Personenschaden im Gleis. Eine Anprallmarke war ungefähr 500 Meter hinter dem Zug. Da liegt ein Fahrrad auf der Bahn und die Leiche liegt ungefähr 100 Meter weiter im Gleiskörper. Ja, wir hatten 4 Einheiten alarmiert, die auf der Anfahrt nach der Lageerkundung abbestellt worden sind. Wir hatten aber dann tatsächlich trotzdem noch 41 Einsatzkräfte vor Ort. Neben der Feuerwehr ist die Bundespolizei, die Landespolizei, PSNV beim Lokführer, das Rote Kreuz ist im Einsatz, Hubschrauber ist gelandet wegen einem Notarzt. Das waren die Kräfte, die vor Ort waren.